um die Modulation gekümmert. Wir werden, machen wir heute nicht mehr, nicht, aber wir werden die nächsten Mal dann auch die Modulation nochmal in diese unsere Ptolemy-Simulation einbauen. Dass wir da auch da nochmal mit den Träger und so weiter ein bisschen experimentieren. Sie lachen so. Es ist dieses Semester bleibt Ptolemy, kein genug Radio. Dieses Semester ist er dann der Niederrheiner, legt zu und kann ihr Montag was vorführen. Das können wir natürlich machen. Ja, warum nicht? Wir haben das ganze Wochenende Zeit. Sie haben das ganze Wochenende Zeit. Machen Sie Jalousien runter, sehen Sie nicht, dass die Sonne scheint. Nein, müssen Sie nicht. War ein Scherz, ne? Ja. Ich sag ja, mach die Jalousien runter, sehen Sie nicht, dass die Sonne scheint, dann können Sie auch in Ruhe nur Radio machen. Okay, so. Mobilkommunikation, das ist im Prinzip so der zweite Teil der Vorlesung. Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, womit wir den noch verbringen sollen, weil so viel Stoff habe ich eigentlich, aber wir kriegen schon um die Zeit. Das machen wir nicht. So, eigentlich möchte ich jetzt noch eine Einführung geben in GSM, UMTS, LTE werden wir nur streifen. Vielleicht können wir da noch das ein oder andere zu machen, aber viel mehr machen wir nicht. Ist vielleicht ein bisschen schade, dass wir hier im Wesentlichen uns auf GSM abstützen, aber Entschuldigung, dass ich das so sage, das verstehen Sie wenigstens noch. Naja, es ist also, die Systeme sind schon so. Die Systeme sind schon so kompliziert und auch, da steckt auch so viel drin eigentlich, dass es irgendwann, wenn Sie tatsächlich hier 5G oder LTE oder sowas machen, dann wird es zum Name-Dropping. Ne? Dann fällt hier nochmal ein Name und da nochmal ein Name und das, was wirklich dahinter steht, das kann man nicht ziehen, können Sie nicht mehr nachvollziehen. Schaffen wir in der Vorlesung nicht, deswegen. So, also, GSM, ich kann das nur nochmal betonen, eine gute Idee der Europäischen Kommission. In den 80er Jahren die CEPT damit zu beauftragen, doch ein digitales, europaweites Kommunikationssystem in Auftrag zu geben. Eine tatsächliche Erfolgsstory. Ne? Also in den 90er Jahren ist es dann ja live gegangen und die Welt hat es nachgemacht. Und es war auch, gut, das hat sich irgendwie dann auch irgendwann erledigt, aber es war ja schon eine Quelle großen Einkommens für auch deutsche, aber vor allem europäische Firmen, also um nicht zu nennen, Ericsson, Nokia, Siemens, waren ja ganz große Betreiber in diesem Spiel. GSM, UMTS haben sie dann nicht mehr so richtig Fuß gefasst. Nicht? Also UMTS, die anderen beiden noch, also Ericsson und Nokia auf alle Fälle. Siemens hat da auch noch Geld verdient, aber nicht mehr so ganz vorne mit dabei, wie das bei GSM noch der Fall war. Okay. Was müssen wir uns hier angucken? Zunächst mal, oder was schauen wir uns mal an? Schauen wir mal durch das GSM-System durch, das ursprünglich ja für Sprachkommunikation gedacht war. Also wir hatten ja, nachdem eigentlich bis dahin, so bis in die 80er, hatten wir Vernetzung von Orten, wenn Sie so wollen. Ne? Also es gab irgendwo ein Telefon und es gab irgendwo eine Telefonzelle oder so und das war der Ort und von dem aus konnten Sie dann mit einem anderen Ort, wer immer dann da war, telefonieren. Also sie waren aber ortsgebunden. Und mit dem Zug GSM kam ja dann die Vernetzung von Personen eigentlich dazu. Nicht? Also jetzt hatte jeder sein Mobiltelefon, mit dem er durch die Gegend gegangen ist. Und wenn Sie eine Mobilfunknummer anwählen, dann gehen Sie auch davon aus, dass derjenige, zu dem die gehört, auch wirklich dran geht. Ich weiß nicht, ob Sie sich darüber mal Gedanken gemacht haben. Wenn Sie irgendwie eine Festnetznummer anrufen können, dann kann das Erste sein: Ja, hier ist die Hanna Marie. Ne? Und kann ich mal deine Papa sprechen? Ja. Ne? So, diese Geschichten. Ne? Das war früher völlig normal. Wenn Sie ein GSM-Telefon oder überhaupt ein Mobiltelefon anrufen, dann haben Sie das ja nicht mehr. So, und als nächstes kommt natürlich jetzt die Vernetzung von Dingen, nicht? Wo dann also einzelne Dinge miteinander kommunizieren können. Also das IoT, das Internet of Things. So, wenn man das so ein bisschen versteht, dann kann man auch sehen, was seinerzeit irgendwie so im Vordergrund stand. Für GSM hat es einfach ausgereicht, 9 Kilobit pro Sekunde Datenkanal aufzubauen, also mit einigen Tricks. Nicht mit ISDN, da sind nämlich kaum Tricks drin. Mit einigen Tricks können Sie tatsächlich Sprache in verständlicher Qualität über GSM über 9,6 Kilobit pro Sekunde übertragen. Das reicht aus. Auch wenn der Kanal dann, wenn man den als Datenkanal nutzt, hier den normalen GSM,
wenn der 14,4 Kilobit pro Sekunde kann. Das war auch so eine typische Zahl, damit konnte man halt ein langsames Fax übertragen oder so zur Not. Aber es gab ja auch eigentlich noch gar nichts, was sie so auf dem Handy hätten sich angucken können, datenmäßig. Ich war schlichtweg nicht da. Also, falls Sie sich fragen, wie ich damals ohne Smartphone ins Internet kam, ne, das gab halt keins. Ne? Um das einzusortieren, meine erste E-Mail-Adresse hatte ich 1992. Nee, Studium, der Hochschule. So, als nächster Punkt kam dann, dass also auch man nicht nur ein wirklich Schaltkreis oder Vermittlungsgespräch führen wollte. Also GSM ist immer noch so ausgelegt, dass ihnen auf einer Frequenz ein Zeitschlitz zugeordnet ist, also gehört in Anführungsstrichen. Und ob sie jetzt sprechen, langsam sprechen oder schnell sprechen oder sowas oder die Daten gerade nutzen, ist völlig egal, das ist ihrer. Ne? Also da wird eine virtuelle Verbindung wirklich aufgebaut. Und ob da jetzt Daten übertragen werden oder nicht, ist völlig egal, das ist ihrer. Von davon ist, wie Sie wissen, ist man weggekommen, indem man mehr paketorientierte Datenübertragung gemacht hat und angefangen hat. Also nur da, wo wirklich was zu sagen ist, wo wirklich Daten zu senden sind, tut man das auch. Und damit war man dann beim GPRS, dem General Packet Radio System, was weniger ein Funkschnittstellenthema ist als ein Thema in den etwas höheren Layern. Also wie bediene ich dann eben den Netzwerklayer. Ne? Und um höhere Datenraten, also mit 14,4 Kilobit pro Sekunde kann man dann so viel dann wirklich nicht machen, höhere Datenraten auch noch zu erreichen, kann man mehrere Zeitschlitze bündeln. Über die genauen Größen der Zeitschlitze werden wir später nochmal sprechen. Aber auf einer Frequenz steht Ihnen, wenn Sie normal sprechen, einer von 8 Zeitschlitzen zur Verfügung. Also auch nur, Sie haben nur ein Achtel des Kanals eigentlich, nicht? Das könnte man natürlich insofern etwas besser hinkriegen, indem man sagt, okay, dann kriegst du halt mal alle 8. Und dann haben sie schon die achtfache Datenrate, also 115,2 Kilobit pro Sekunde. Und beziehungsweise wenn dann nur die Hälfte, das ist glaube ich das, was praktisch realisiert wurde, 57,6 Kilobit pro Sekunde. Aber immerhin, das ist noch mehr als 14,4 offensichtlich. Und um die Datenrate bei gleicher Frequenzausnutzung noch höher zu kriegen, hat man die Modulation geändert, während GSM nur eine Frequenzmodulation ist, also ein Gaussian Minimum Shift Keying mit etwa den gleichen Eigenschaften oder den gleichen Eigenschaften, fast den gleichen Eigenschaften wie in der QPSK, hat man dann die Datenrate erhöht, indem man eine 8 PSK gemacht hat. Also man hat nicht 4 Phasenzustände, sondern 8 Phasenzustände in das Konstellationsdiagramm reingedichtet und hat damit natürlich eine höhere Datenrate erreicht. Also anstatt 2 pro Symbol, 2 Bit pro Symbol, übertragen Sie 3 Bit pro Symbol. So, und damit sind Sie dann bei Edge bzw. mit dem General Packet Radio System zusammen bei eGPRS und kommen dann so auf insgesamt bis zu 473 Kilobit pro Sekunde oder praktisch 220. Und das ist das, was Sie sehen, wenn Sie, wenn irgendwo E aufleuchtet bei Ihnen auf dem Handy. Ne? Sehen Sie ab und zu, wenn Sie Fahrstuhl oder so telefonieren wollen, dann taucht da ein kleines E auf. Das ist, glaube ich, der Horror. Wollen Sie nicht sehen. Ne? Nee, lieber H, was dann hier nicht für Horror steht. Okay, so. 92, als GSM eigentlich abhob, fing man gleich an, UMTS zu designen, schon mit dem Blick auf mehr Datenverkehr im Blick, aber immer noch symmetrisch ausgelegt, also eigentlich immer noch so sprachorientiert, aber schon wesentlich mehr Datenübertragungsmöglichkeiten da drin. Vor allen Dingen wollte man die Funknetzplanung deutlich effektiver hinkriegen. So, und dann kriegt man dann so Datenraten hin mit 3,84 Kilobit pro Sekunde. Und für uns, ich habe damals an Release 1999 bei Siemens auch mitgearbeitet, unvorstellbar 2 Megabit pro Sekunde Datengeschwindigkeit konnte man damit oder kann man damit hinkriegen, theoretisch. Also ich habe mir nicht so richtig vorstellen können, wofür man die braucht, ne? Und dass man die braucht und dass man sie vor allen Dingen bezahlen kann, weil das natürlich heißt, dass eine Basisstation gerade für einen arbeitet zu dem Zeitpunkt. Ne? So, wenn man dann noch dazu weiß, dass die 2000 oder 2001
die Spektrumsnutzung für 100 Milliarden D-Mark, also 50 Milliarden Euro, an die Telekom, O2 unter Wiese oder Mobilcom, O2 gab es da noch nicht, wie sie damals hießen, versteigert worden sind, dann kann man sich vorstellen, wie viel Geld da im Spiel war. Ne? Gut, das war natürlich so der Hype damals. Alle brauchen irgendwie jetzt Bandbreite für UMTS, weil es ist das nächste große Ding und da muss man dabei sein und so. Und wenn man nicht dabei ist, ist man sowieso schon pleite. Und wenn man dabei ist, hat man so viel gezahlt, dass man auch pleite ist. Also eigentlich war da nichts zu gewinnen. Also ist auch ganz, hat man sich auch viel Gedanken darüber gemacht, wie man diese Auktion jetzt so gestalten muss, dass der Staat möglichst viel Geld dabei einnimmt. Ja, das kann man sicherlich dem Hans Eichel, der damals Finanzminister war, vorwerfen, dass er das also auch sehr schamlos wohl ausgenutzt hat. Auf der anderen Seite, glaube ich, übermäßig geschickt war es auch nicht, weil das die Industrie extrem unter Druck gesetzt hat und einen extremen Kostendruck auch gesetzt hat, genau dieses Ding, und dann mit auch einige Arbeitsplätze per se gekostet hat. Auf der anderen Seite gehören halt auch immer zwei dazu, nicht? Ich meine, es hätte auch eine Telekom sagen können, 10 Milliarden dafür, mache ich nicht. Ich mache halt vorher Schluss. Dann habe ich eben keine Frequenz. Oder kaufe sie mir hinterher, wenn sie billiger ist, wieder ein oder so, ne? Aber nee, haben halt mitgemacht. So. Hä? Mark, ne? Bitte? Nutzungsrechte. Nicht mal Luft. Verkaufe Nutzungsrechte von der Grundfläche, die mir, über die ich bestimme, aber mir nicht gehört. Wieso? Der Staat hat die Regulierungshoheit darüber. Der Staat kann sagen, du darfst oder du darfst nicht. Das ist, eigentlich ist es auch nichts weiter als ein Grundstück. Da sagt auch der Staat, repräsentiert im Zweifel durch die Polizei, du darfst da drauf jetzt was bauen oder nicht. Ja, sie haben ein Nutzungsrecht daran. Ja, gut, weil es im Gesetz steht. Aber wenn ein Stärkerer kommt und sagt, du nicht, ist das mit dem Nutzungsrecht mal schnell weg. Also das haben sie auch nur deswegen, weil im Zweifel der Staat, wie bei der Frequenz auch, dahinter steht und ihr Recht durchsetzt. Das ist, glaube ich, kein großer Unterschied. Also, es ist, ich geb eins zu, es ist vollkommen überzogen, der Preis. Aber aus dem Nichts ist es nicht. Der Staat bringt schon eine Dienstleistung. Der Staat bringt an der Stelle nämlich mindestens die Durchsetzung, dass sie exklusiv diese Frequenz nutzen dürfen. Und niemand anderes. Ja, eben. Und die Netzagentur das auch überwacht. Also da steckt schon eine Dienstleistung drin. Die ist mit 100 Milliarden Mark natürlich vollkommen überbezahlt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber so ein bisschen was ist da schon zu tun. Und da müssen ja auch Verträge gemacht werden mit Nachbarstaaten, dass nicht die Franzosen da plötzlich ihre Flugradars mit 100 Kilowatt betreiben oder so, ne? Und dann, dass es im Grenzgebiet hier mal gar nicht funktioniert oder so. Also da steckt schon was drin. Aber eben nicht 100 Milliarden Mark. Okay, so. Bitte? Ja, was auch immer. So, also Staat-Landerechte ist genau so ein Ding. Ja, wobei man hat ja eine Stadtgebühr zahlt man ja. Ja, den Flughafen. Aber die Rechte und die Zeitslots ist genau dasselbe. Es wird ja auch nicht an die abgeführt, über die der Düsenjäger nachts fliegt. Weil sie aufwachen dadurch. Ja, so. Also gut, da hatten wir also 2 Megabit pro Sekunde und das Radio-Interface, wir werden das auch kennenlernen vom UMTS, ist komplett anders aufgebaut als das vom GSM. Also völlig andere Konzepte, die da drin lagen, die man mit GSM und der damaligen Rechenleistung und auch Akkuleistung nicht umsetzen konnte. Bei UMTS, also ein paar Jahre später, so 10 Jahre später, konnte man da schon viel mehr umsetzen. Hatte mehr Rechenleistung, hatte auch mehr Akkuleistung, also war mehr andere Modulationsarten, andere Übertragungsarten möglich. Aber auch noch nicht alles, was erst mit LTE zum Beispiel geht. Und
Die Erweiterung war dann eben der High Speed Packet Access, also wieder Paket drin, High Speed jetzt, weil man da zunächst für den Downlink, der war wichtiger, also es kam immer mehr und mehr, wurde klar, dass der Datenverkehr symmetrisch ist, was sich wieder ein bisschen relativiert hat, aber ist erstmal symmetrisch, also es gehen mehr Daten zum Nutzer hin als vom Nutzer weg. Also musste man sich erstmal um Downlink kümmern und kriegt dann so ab Release 5 14,4 Megabit pro Sekunde und im Highspeed Packet Uplink Packet Access kriegt man dann 5,7 Megabit pro Sekunde, also es kam ein bisschen später und es ist ein bisschen langsamer. Auch deswegen, weil man natürlich weniger Aufwand ins Handy stecken möchte, um zu modulieren und auch weniger Leistung ins Handy stecken möchte, um zu modulieren, weil die Batterie ja ein bisschen länger halten soll. Ne? Okay, HSPA Plus kam dann irgendwann, wo wir dann also bis 168 Mbit gehen können. Wobei ich meine, im HSPA man beim Rollout bei 40 oder 80 Mbit Schluss gemacht hat. Also ich wüsste nicht, dass 168 einer ausgerollt hat tatsächlich, dass das wirklich ausgerollt ist. Kann aber jetzt auch sein, dass ich es einfach nur nicht weiß. Gut, so, das war jetzt alles das, dass das Systeme der dritten Generation sind oder waren. Und wir können das hier nochmal in einem Bild darstellen. UMTS ist dritte Generation, ja. Das ist also hier das Wideband CDMA, der Standard letztlich, als Release 99, also 1999, deswegen heißt der Release 99. Und dann aufgebaut hier die verschiedenen Releases, in denen dann, ich mache mal so ein bisschen Name-Dropping, passiert ist mit HSPA, HSPA Plus, MIMO, 64 QAM, das können Sie, glaube ich, einsortieren und Dual Cell. So, was heißt das jetzt alles, um das zumindest ein Bild sich davon zu machen? 64 QAM ist klar, ne? Also malst da noch ein paar mehr Punkte rein, kriegst du dann 6 Bit pro Symbol übertragen. Dual Cell heißt, Sie sprechen mit zwei Basisstationen gleichzeitig und kriegen von zwei Basisstationen die Daten. Bei unterschiedlicher Frequenz unter Umständen. Ne? Das kann auch die gleiche Basisstation nur mit unterschiedlichen Frequenzen sein. Also der gleiche Ort nur mit unterschiedlichen Frequenzen sein. Setzt natürlich voraus, dass Sie irgendwo im Netzwerk einen Koordinator haben, der Ihnen nicht die Daten gleich, also die richtigen Daten von beiden Seiten schickt, um es mal so bildlich auszudrücken. Ne? Also da muss man ein bisschen mehr tun. Aber wenn Sie natürlich mit zwei Basisstationen gleichzeitig sprechen können, dann haben Sie auch mehr Datenrate. Ist ja logisch. MIMO ist jetzt so ein mathematischer Trick, den ich leider hier nicht vertiefe. Vielleicht sollte man das echt mal machen. Wo ist hier der Putzer? Wer hat den geklaut? Ja. Naja, dicht dran. Dicht dran, aber nicht immer die Jahreszahlen. Wo waren wir bei MIMO, ne? So. Machen wir mal zwei Übertragungsantennen, zwei Empfangsantennen. Dicht beieinander, also maximal Lambda halber auseinander, Lambda Viertel, also dicht beieinander und die auch. So, jetzt wollen Sie von da nach da übertragen. Wenn Sie jetzt hier Daten übertragen, dann geht das ja einmal den Weg. Und den Weg, gleiche Frequenz natürlich, ne? Den Weg und den Weg. Vollkommen logisch, das ist ja eine, wenn Sie so wollen, eine Keule. Ne? Die Antenne strahlt ja rund. Wenn die ziemlich dicht am Ort sind, dann strahlen die auch, werden die auch von denen da empfangen. Also scheint es erstmal so zu sein, als hätten wir nichts erreicht, außer dass wir uns gegenseitig stören. Scheinbar. So, nun könnte ich aber von hier jetzt Daten schicken oder ein Signal S1 schicken. Und das kommt hier jetzt als S1' an und hier als S1'. Etwas anders wird es ja übertragen. Es muss auch nicht diesen direkten Weg gegangen sein. Es kann ja auch hier einen Umweg genommen haben oder so. Kann ja auch sein. Also zumindest die Phase ist vielleicht ein bisschen anders. Und hier schicke ich S2 los und kriege hier S2' und hier S2'. Das könnte ich mir ja hinstellen und könnte sagen,
das Strich, das nenne ich nicht nur das S Strich, aber das ist auch eigentlich egal. Das nenne ich jetzt hier mal E1 und das nenne ich E2. Und im Sinne von S-Parametern könnte ich sagen, das ist meinetwegen S11, das ist S21, das ist S12 und das ist S22. Ne, das sind einfach nur S-Parameter. Wie diese Wege zustande kommen, aber ich könnte ja auch Leitungen spannen, theoretisch zumindest. Das ist erstmal egal. Das heißt, ich könnte E1, E2 haben, S11, S12, S21, S22 mal klein S1 mal klein S2. Geht nicht? Doch. So. Damit habe ich jetzt erstmal nichts weiter beschrieben als die Störung. Ne? Es kommt hier irgendwie, bei E1 kommt irgendwie so eine Summe von irgendein Parameter mal erstes ausgesendetes Signal plus dieser Übertragungswert mal zweites ausgesendetes Signal an. Wenn ich jetzt hier zwei unterschiedliche Signale habe, könnte ich ja einfach rauskriegen, was gesendet wurde, indem ich die Matrix invertiere. Ja? Ja, ja, klar. Also wenn ich sie kenne, ja, und wenn sie sich nicht groß ändert und so, dann könnte ich das so machen. Ich kann sie invertieren. Ja, und was ich jetzt habe, ist, ich habe die doppelte Datenrate. Ich kann ja auf S1 und S2 unterschiedliche Daten senden. Sagt ja keiner, was das sein soll. Dann empfange ich irgendwelche Signale. Ich kenne diese Matrix. Die kann ich vorher ausgemessen haben durch Pilottöne und sowas, ne? So, und dann invertiere ich die. Das mache ich vielleicht, wenn ich das jetzt 2x2 mache und das Ganze auch schnell gehen muss. Das muss ja dann innerhalb von Mikrosekunden zur Verfügung stehen, weil die Ausbreitungsbedingungen sich ja schon wieder ändern. Ne? Das mache ich vielleicht nur iterativ oder nur näherungsweise. Und die Matrix darf auch nicht singulär werden, weil wenn da jetzt so eine Zeile rausfällt, dann ist irgendwie wieder nichts. Ne? Also ich muss da schon noch ein bisschen mehr machen als nur das. Aber was ich dann machen kann, ich empfange hier irgendwie so ein Mischsignal und kann daraus die einzelnen Signale wieder rausrechnen. Ja, und das ist das Konzept. Aber ich meine, die Matrix baue ich jetzt ja nur, weil sie so nah beieinander liegen. Weil es ist ja komplett logisch, wenn ich zwei Rennsysteme habe, dann kann ich doppelt starten. Das ist ja nicht logisch. Richtig, aber so groß ist so ein Handy nicht. Eben, aber darum baue ich ja die Matrix. Deswegen ist halt so nah beieinander, dass sie eigentlich stört. Ja. Also was ich habe das immer bildlich so ein bisschen dargestellt, was ich mache, ich ziehe mathematisch hier so eine isolierende Wand ein. Oder gerade nicht isolierend, sondern abschirmende Wand ein. Das ist so eine mathematische Mauer und dann sind die hier völlig unabhängig voneinander. Und dann wären, wenn hier S21 und S120 wären, dann wäre es auch geschwätzt. Ne? Das ist letztlich das, was sie sagen, wenn die weit genug auseinander sind, dann ist das 0 und dann passiert da nichts. Dann stören die sich nicht. Ne? Das ist das Konzept von MIMO. Und wenn ich hier jetzt 4 Antennen nehme und da auch 4 Antennen, entscheiden, Sie sehen schon eins, ne? Entscheidend ist immer, wer hat die wenigsten Antennen. Also es nützt nichts, hier 5 zu nehmen und da keine, da nur eine. Ne? Also keine sowieso nicht, aber da eine. Dann können Sie es nicht auseinanderrechnen, dann kriegen Sie keine invertierbare Matrix raus. Ne? Sie müssen hier 2, also 2 mal 2 MIMO ist das Minimum, das da 2 und da 2 machen. Oder Sie müssen hier 4 machen und da 4 machen. Oder 8x8 oder Massive MIMO mit 64 und 64 oder sonst irgendetwas. Nicht? Es wird alles ein bisschen größer und die Datenrate geht nicht linear mit der Anzahl der Antennen hoch, sondern ist ein bisschen abgedämpft, ne? Aber so in etwa näherungsweise. Man überlegt das für die 60G-Übertragung. Ja, um ehrlich zu sein, in der Forschung. Ne? Kannst du immer irgendwas ausprobieren. Was man jetzt kommerziell, ich meine, das ist schweineteuer, ne? Ja, was ist kommerziell eingesetzt? Oh, 2x2, 4x4. Hat man schon, 3x3, ja, 2x2, sicher. Ja, das ist nicht unbedingt immer gleich MIMO. Das kann sein, dass das MIMO ist. Das kann auch einfach nur Diversity sein. Also er nimmt dann die Antenne, die am besten funktioniert. Das ist Diversity. Ne? Gibt es da noch Multi-User
Malmo. Kann er das dann noch speziell zwischen den einzelnen Usern? Ne, da ist das halt ein anderer User als der da. Ah, okay. Oder der hat zwei Antennen und der hat zwei Antennen, der User, das sind halt unterschiedliche. Ja, das gibt es in unterschiedlicher Ausprägung. Also das Einfachste ist, sie machen einfach Empfangsdiversity, da gibt es einen Sender und sie nehmen die Antenne, die am besten geht. So, das ist das Allereinfachste. Dann können Sie jetzt noch anfangen, Sie kombinieren die beiden Signale aus den Empfangsantennen sinnvoll. Also Kombination ist ja nicht, ich nehme die eine oder die andere, sondern ich nehme irgendwie 0,5 mal die eine plus minus 0,5 mal die andere oder so. Also habt da noch ein bisschen Phase mit drin. So. Dann könnten Sie auch Sendediversity nehmen. Also Sie haben zwei Sender und verhandeln, welcher Sender am besten funktioniert. Das ist aber eher weniger. Ja, ja. Also das ist das Allereinfachste, ist einfach zu entscheiden, was am besten gerade geht. Hier wollte ich noch was sagen. Egal. Da empfängt man im Winter so viel, dass die sogar heiß werden. Ne? Bitte? Macht man, glaube ich, auch. Ja, ich meine, solche Konzepte hat es zumindest mal gegeben. Normalisch auf der hinten, ja. Auf der linken Seite. Gut, also was haben wir noch? Gut, und dann könnte man natürlich hier auch noch vier verschiedene Träger, also vier verschiedene Frequenzen miteinander kombinieren und das erhöht die Datenrate auch nochmal. So, damit haben wir die 3G eigentlich durch. Das ist ja auch schon das, was Sie gar nicht mehr lesen wollen. Also was Sie nicht auf Ihrem Handy sehen wollen, ist irgendwie 3G. Das ist nämlich ab links von meiner Hand. Ne? Was Sie mindestens sehen möchten, ist H. Das ist mindestens das eins von dem hier. Wahrscheinlich irgendwo bis zu da, so praktisch. Theoretisch kann es weitergehen. Ja, ja, ja. Ja. Ich rede ja, ja, das ist doch alles. Ja, der zeigt ja auch nicht jedes Detail immer an. So, wir rutschen jetzt so in den Bereich hier der vierten Generation. Und da möchte ich mal mit einem, wie heißt das? Mit Marketing ein bisschen aufräumen. Also nicht, wenn Sie 4G auf Ihrem Handy lesen, ist doch wirklich 4G drin. Ne? Sondern als 4G wird marketingmäßig alles bezeichnet, was so unter LTE fällt. Das ist aber nach der International Mobile Telecommunication, der IMT, nicht richtig. Sondern 4G ist nämlich definiert, schon auch schon ein bisschen älter, 2.3, 2020 könnte man langsam auch mal einfließen lassen. High degree of communality of functionality worldwide while retaining the flexibility to support a wide range of services and applications in a cost-efficient manner. Das ist mit UMTS gegeben. Also das hat man, communality of functionality. Das ist ein Standard, der, weiß nicht, 20, 30 verschiedene Frequenzen vorsieht, mit vielen Geschmacksrichtungen von Modulationsarten und so weiter, die weltweit wirklich nutzbar sind. Also da könntest du einen Haken dran machen. Das ist im UMTS sicherlich abgebildet. High compatibility of services with IMT and with fixed networks, sowieso. Eigentlich geht alles immer irgendwie mal über ein Festnetz oder sowas mit rüber. Compatibility of interworking with other radio access systems. Ja, wer UMTS kann, kann auch GSM. Also meist, fast auch. High-Quality Mobile Services. Jo, User Equipment suitable for worldwide use haben wir auch. User-Friendly Application Services and Equipment. Worldwide Roaming Capability sind eigentlich alle gegeben und jetzt kommt's.
enhanced peak data rate to support advanced services and applications, 100 megabit per second for high and 1 gigabit per second for low mobility were established as targets for research. Also das sollte eigentlich erreicht werden und das wird erst mit LTE Advanced erreicht und das ist so Release 10 und da kriegen Sie dann 3 Gig auch schon hin. Wenn Sie einfach nur LTE haben, dann ist das nach der Definition eigentlich zwar LTE, aber halt 3G. Weil es eben diese Gigs gar nicht ermöglicht. Ne? So. Kann man natürlich rausschreiben, LTE ist gleich, also dann ist der Schnitt auch klarer. Ne? Also jetzt irgendwie zu sagen, ich habe LTE, aber das ist LTE in 3G und das LTE in 4G ist halt irgendwie schwieriger für den Simple User, als zu sagen, das ist jetzt, ne? Also LTE ist 4 und UMTS ist 3 und GSM ist 2. Das ist halt einfacher. Und natürlich möchte man immer gerne so die höhere Zahl haben, ne? Ja. Außer wenn Sie über Industrie oder es gibt ja immer so Schlüsselzahlen, so wie Industrie 4.0. Mal ist ja. Nee, jetzt 4.0 ist ja irgendwie Dampfmaschine, Fließband, Computer und jetzt IoT oder so, ne? Das ist 4. Und dann gibt es aber, finden ja andere, also die 4 ist wohl eine schöne Zahl, jedenfalls finden es andere auch gut, dann gibt es dann irgendwie. Learning 4.0. Okay, was war bei euch denn 1, 2, 3, ne? Oder so, oder dann auch so 360 kommt ja auch immer gut, ne? So, also Microsoft 360, nee, 365 war das, glaube ich, ne? 365, also Schlüsselzahlen oder so gibt es. Okay, wir wissen alle, wo sie herkommen. Okay, so. Und, ja, was haben wir dann da oder was sind eigentlich die Schlüsselpunkte hier? Kanalbündelung, Carrier Aggregation, also mehrere Kanäle, mehrere Frequenzen arbeiten für Sie und für Sie allein. Modulation hoher Ordnung, 64 QAM ist da so das Stichwort und MIMO, mehrere Antennen hatte ich hier eben gerade erwähnt, was das eigentlich ist, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Aber Sie können jetzt die Sachen mal einordnen. So. So ein paar Trivia, von denen ich finde, dass man sie für Mobilfunk und Funkübertragung, von denen ich finde, dass man sich da mal kurz Gedanken drüber machen muss. Das ist eigentlich brutal einfach. Aber ein Unterschied zu der drahtgebundenen Kommunikation und ich finde, man kann einfach mal ein Wort drüber verlieren. Ne? Also zum einen, durch die Funkfelddämpfung ist die empfangene Leistung sehr, sehr viel geringer als die ausgesendete. Ja, das wissen wir alle. Ne? Nur wir haben es jetzt noch mal einmal aufgeschrieben. Und das kulminiert eigentlich in einer Herausforderung für das Analog- und HF-Design von solchen Handys. Sie haben nämlich plötzlich Leistungsunterschiede von 13, 14, 10er Potenzen, die auf dem Handy unterwegs sind. Was auch bedeutet, dass Sie entsprechende Isolationen oder entsprechende Unterscheidungen vorsehen müssen. Da kann es sein, dass der Sender mit 2 Watt, also 30 dBm unterwegs ist. 1 Watt ist 30 dBm, weiß ich auch, also 2 Watt sind 33. Und im Empfänger soll, der Empfänger soll funktionieren runter bis minus 100. Da haben wir unsere 13-10er Potenzen. Ne? So, und die sind, so ein Handy, ich hatte es ja eben schon mal gezeigt, also sie sind ja wieder größer geworden. Früher waren sie ein bisschen kleiner noch. Ne? So ein Handy ist nicht allzu groß. Also sie haben jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, da hier mache ich mal meinen Sender hin und dann schön isoliert, schöne Bleiplatte dazwischen und so, damit Strahlung, kosmische Strahlung auch nicht durchgeht. Ne? Habe ich da dann meinen Empfänger. Also so ist so ein Handy ja nicht aufgebaut. So, was jetzt nur heißen will, darüber muss man sich Gedanken machen, wie man diese Isolation auch in dem Design abbildet. Ne? Sonst hat man ein Problem. Auf das Übertragungsmedium greifen teilweise unkontrollierbar viele verschiedene Nutzer zu, die koordiniert werden wollen. So, das ist nun mal so, ne? Wenn wir alle miteinander sprechen wollen, dann müssen wir ein Protokoll entwickeln, wer darf und wer nicht. Und eventuell braucht man eine Instanz, die sagt so, du darfst irgendwie nicht. Man muss sich also kooperativ verhalten. Sie tun das vorbildlich. Man muss sich gegeneinander schützen. Also wir reden jetzt ja nicht unbedingt nur von UMTS mit UMTS, sondern so ein UMTS-Ding muss ja auch noch, darf zumindest nicht kaputt gehen, wenn im gleichen Raum eine Mikrowelle betrieben wird.
zum Beispiel. Ne? Und auch das WLAN, was ja im gleichen Frequenzbereich stattfindet, funktionieren tut es vielleicht nicht, aber zumindest kaputt gehen soll es nicht, wenn eine Mikrowelle nebenan verwendet wird, also ein Mikrowellenofen verwendet wird. Also man muss sich da auch schützen, eventuell kooperativ sein, was jetzt die Mikrowellenöfen nicht unbedingt sind. Also denen würde ich das mal unterstellen, dass sie nicht kooperativ sind. Aber so Bluetooth, Zigbee, WLAN, was alles im gleichen Frequenzbereich ist, muss irgendeine Art der Kooperation irgendwie dann doch haben. Oder Sie haben hier wirklich einen, und das ist eben auch ein Punkt in den 100 Milliarden D-Mark drin gewesen, nicht? Sie haben da eine Instanz, die kontrolliert und die sagt, so darfst du und so darfst du nicht. Während man im WLAN-Band eben eigentlich machen darf, was man will, in großen Bereichen darf man das eben beim UMTS einfach nicht, sondern das ist exklusiv für diesen Dienst. Okay, bitte? Ja, aber auch nur in gewissen Grenzen. Ja. Die haben die ISM-Bänder haben sie weltweit. So, Übertragungskanäle sind zeitvariant. Also habe ich mal ein Kabel gelegt, ist das Kabel, wie das Kabel ist, wenn nicht gerade einer drauf tritt, und selbst das macht dem Kabel normalerweise nichts. Betreibe ich ein Funksystem, ändert sich die Mondphase, der Bus fährt vorbei, ich habe mich bewegt oder so und es ist anders. Also der Kanal ändert sich. Das ist ganz entscheidend. Also ich kann nicht einfach sagen, so ist er und jetzt leben wir da 10 Jahre mit. So funktioniert einfach so ein Handy nicht. Ne? Eventuell haben sie auch sehr schlechte Verbindungen, also keine Sichtverbindung und so weiter. Die können immer fragen. Fresnelzone, ja. Wie kann man das jetzt auseinanderhalten? Weil es hieß ja auch immer in der Fresnelzone drin ist, dann wird die Datenübertragung schlecht. Beziehungsweise die Energieübertragung wird auch schlecht. Oder wie halte ich das auseinander? Weil ich habe jetzt auch, wenn ich einen Keller, im Keller bin ja auch keine Fresnelzone zwischen meiner BTS. Also die Fresnelzone ist für. Da haben Sie eine völlig andere Übertragung. Die Fresnelzone ist eigentlich eine Einschränkung nur der Freiraumübertragung. Sie haben eigentlich eine Freiraumübertragung und da wächst Ihnen jetzt ein Obstacle, also irgendwas rein. Und dann gibt Ihnen. Und, bitte? Was wird dann schlechter? Die Energie wird weniger. Dann gibt Ihnen die Fresnelzone eine Abschätzung an, ab wann das eigentlich stört, das Hindernis, und wie stark es stört. Aber auch nur das, also wie viel Leistung Ihnen fehlt. Nicht, wenn Sie die Fresnelzone zur Hälfte voll haben, also diese Zigarre oder diese Ellipse da zur Hälfte gefüllt haben, dann haben Sie nur noch die halbe Amplitude, also Viertel Leistung am Empfänger. Das ist so die Aussage. Und solange Sie aus der Fresnelzone rausbleiben, also aus dieser Ellipse, gebildet durch Sender, Empfänger als Fokuspunkte, oder wie heißen die bei der Ellipse? Ja, Fokuspunkte, ne? Brennpunkte. Danke. Brennpunkte. Solange Sie aus der Fresnelzone rausbleiben, passiert nichts. Das ist so die Abschätzung. Okay. Okay, dann wollen Sie nicht sonderlich viel Energie verbrauchen. Das ist eigentlich eine grundsätzliche Aussage, die gilt auch für stationäre kabelgebundene Übertragungssysteme, aber halt umso mehr noch für Handys oder für mobile Systeme, die typischerweise auch eben keine Stromversorgung haben oder haben sollen, also zumindest keine Wallplugs, ne? Und Sie müssen modulieren. Also diese Basisbandübertragung wie beim Ethernet oder so geht eben einfach nicht. Das hat man früher in der ganz, ganz frühen Schiffskommunikation gemacht und das ging auch gut, solange man einen Sender und einen Empfänger hatte und als der zweite dazu kam, war schon vorbei. Weil dann müssen Sie anfangen irgendwie zu trennen und das Ganze dann im Basisband zu machen. Also da hat man tatsächlich nur Antenne drauf, an, aus, also ein paar Funken gemacht, ne? Noch nichts moduliert oder sowas und das fing dann doch relativ schnell, hat man gemerkt, dass das dann doch, also mit mehreren Nutzern doch sehr störend ist. Ja. Also die haben nicht die gleichen Vorlesungen genossen wie Sie. Damals. Also es gibt schon ein gewisses Wissen, das sich seitdem aufgesammelt hat und Ihnen jetzt komprimiert weitergegeben wird.
Aber die haben am Anfang, also die haben einfach festgelegt, weil wenn die Frequenzen nicht übereinstimmen, auch wenn der jetzt sagt, ich sende halt, und dann sendet es auf irgendeiner Frequenz. Bei dem. Ach, solange das eine Handvoll Leute sind, setzen sie sich an den Tisch und dann einigen sie sich. Okay. Ja, also meist klappt das ja, aber irgendwann müssen sie halt 100 Milliarden Mark dafür ausgeben, ne? Das dürfen. Das haben die damals auch nicht. Nee, die hatten auch noch gar nicht die D-Mark. So, ist wahr. Okay, gucken wir uns jetzt mal so einen Mobilfunkkanal an und machen wir uns da jetzt mal so 7 bis 27 Gedanken dazu. Einfaches Bild, das einfache Kommunikationssystem und hier nichts weiter als Sender, Empfänger. Der eine hier soll eine Basisstation sein, der andere ist das Handy und wir betreiben es mal so rum, mal so rum. Ausbreitung Freiraum, was im Handy eben nicht der Fall ist, aber man kann es ja mal, weil wir noch nichts anderes kennen, so annehmen. Und dann gucken wir uns an, wie die Empfangsleistung ist in Entfernung zwischen Sender und Empfänger. Und zwar einmal, wenn die Basisstation sendet und wenn das Handy sendet. Und dann sehen Sie, das fällt eben einfach quadratisch ab. Also eine Verzehnfachung hier der Entfernung führt zu einer Senkung des Empfangslevels um 20 dB. So ist der quadratische Abfall. Und die Basisstation hören Sie natürlich wesentlich weiter, als Sie die Handy hören, weil das eine mit 2 Watt sendet und das andere mit 200, glaube ich. So, das ist der einzige Unterschied. So, das Ganze läuft auf die Friesche Formel, das Friesche Gesetz hinaus. In 2 Geschmacksrichtungen. Hier einmal in dB ist gleich schon ausgedrückt, in der unteren Zeile und in der oberen Zeile eben einfach als das, was Sie im letzten Semester schon kennengelernt haben. So, was ist hier entscheidend? Entfernung ist nur ein Ding. Also Entfernung ist vielleicht sogar gegeben. Was haben Sie für Designparameter hier drin? An 4 Pi können Sie nicht viel machen, an Quadrat auch nicht. Das ist eventuell frei. Also wenn Sie auf der grünen Wiese stehen und sich überlegen können, welche Frequenz kann ich nehmen, oder Sie haben eine Auswahl zwischen verschiedenen Frequenzen und Sie wollen weit gehört werden, dann nehmen Sie hier die niedrigere. Ne? Deswegen, unter anderem deswegen, nimmt man gerne den Sub-Gigahertz-Bereich oder schielt so auf diesen Sub-Gigahertz-Bereich, weil der eben doch größere Übertragungsraten zulässt als der, so dieser 3, 5 Gigahertz, wo eben noch vielleicht noch ein paar Lücken zu finden sind. Ne? Ist einer der Gründe. Ein anderer, der hier natürlich nicht abgebildet wird, ist, Sub-Gigahertz-Bereich geht natürlich auch besser irgendwie durch Wände und Material durch als eine kürzere Welle. So, und dann haben Sie als Designparameter hier noch die Antennengewinne drin. Ja, am Handy können Sie nicht viel machen, weil Sie nicht irgendwie sagen wollen, du musst erstmal rausfinden, wo deine Basisstation ist und dich dann so aufstellen, dass du genau, ne, und so weiter. Das ist irgendwie nicht so praktikabel. Bei der Basisstation können Sie aber schon sagen, na okay, am Mars ist der Typ halt nicht, ne? So, also nach oben muss ich nicht senden. Und genau unter mir ist halt sein Problem. Ne? Gut. So, nochmal die Fresnel-Zone. Dazu ist aber schon alles ungewollt, aber doch alles gesagt. Ne? Also ungewollt an der Stelle. Hier ist nochmal gezeichnet. Und dann kommen wir mal auf die Mehrwegeausbreitung. Ist das hier noch irgendwo? Ich weiß auch, was zu erzählen. Ne? So, was wollte ich sagen? Also worum wir uns gleich auch noch kümmern werden, ist, wenn gar keine Sichtverbindung da ist. Also man tatsächlich hier so diese Situation, das machen wir etwas später, diese Situation des Rayleigh-Kanals, so heißt es, meinetwegen hier in Manhattan oder so hat. Ich möchte aber erst einmal... Naja, der wird gerne als Standardkanal angenommen. Ich möchte aber erst nochmal die Mehrwegeausbreitung hier diskutieren. Das, was der vorne links hier schon vorhatte, schon gemacht hat. Ja gut, das hat ja von den Werten nicht ganz geklappt, aber die Simulation war ja schon okay. Im einfachsten Fall natürlich 2 Wege. So, einmal der direkte Pfad und einmal der Pfad hier wird halt reflektiert an in einem Hochhaus, kann auch irgendwas anderes sein, kann auch LKW sein, Berg oder sonst was, kommt nur darauf an,
Letztlich kommt es darauf an, wie groß ist die Amplitude, wie groß ist die Phase und wie groß ist der Laufzeitunterschied. Wobei Phase und Laufzeitunterschied ja, wenn Sie einen reinen Sinus betrachten, ineinander übergehen. Ne? So, und dann kann es natürlich sein, wenn Sie jetzt hier einen großen Reflektor haben mit Effektivität von 0,9, also 90% wird da reflektiert, der Amplitude, und einem Laufzeitunterschied von 10 Nanosekunden, das entspricht 3 Meter, das ist ziemlich dicht, dann kann das passieren, dass Sie hier solche starken, das ist in dB, ne, solche starken Dips haben. Das ist ein rein statisches Szenario. Ich nehme an, das Hochhaus bleibt immer da, wo es ist, bewegt sich nicht, ist ja auch eine Immobilie, aber auch das bleibt da, die Mondphase ändert sich nicht, ich bewege mich nicht mit dem Handy, es fahren auch keine Autos, die das alles noch ändern könnten oder so, es steht alles still. Das Einzige, was passiert ist, ich mache hier einen Frequenzsweep mal drüber. Ne? Und dann würde ich eben sehen, dass es hier solche 25 dB Einbrüche gibt, hier bei 850 und bei 950 MHz. Wenn ich jetzt dummerweise gerade diese Kanäle hier verwende, um zu telefonieren, dann ist halt doof. Das ist die Aussage. Das konnte man früher, weiß nicht, ob das immer noch geht, konnte man früher auch ganz wunderbar beim UKW-Radio oder sowas feststellen. Da standen sie dann irgendwie an der Ampel und dann ging es irgendwie nicht, das Radio, und dann sind sie irgendwie einen Meter vorgerollt und schon hatten sie wunderbaren Empfang. Das war eigentlich auch nur sowas, das war jetzt nicht unbedingt, vielleicht war es auch ein Hochhaus, aber nicht unbedingt ein Hochhaus, aber da, sondern ein LKW, der neben ihnen stand oder so, der hat eben einen blöden Umweg gemacht, die hatte eine destruktive Interferenz der Wellen und dann war eben nicht viel zu empfangen. Jo, dann haben wir hier noch einen anderen 16 cm Umweg mit 0,8 Reflexion, da geht es eben nur um, was weiß ich, 7, 8 dB runter hier, hat auch hier eine größere, was ist das, schlagzeitig fast gesagt, eine größere Bandbreite. Und dann können Sie alle drei Kanäle kombinieren, dann kommt dann irgendwie dieses lilafarbene dabei raus. So, was ist die Aussage dabei? Die Aussage hier schon bei zwei Pfaden kann es eben sein, dass Sie hier so Deep Fades kriegen, also wirklich Kanäle bekommen, wo einfach da es tief runter geht, ne? Nee, ich weiß nicht, ob man es noch umgesetzt hat. Man hatte im GSM mal so eine Frequenzagilität drin. Man macht da keinen Sweep. Ich meine, im Bluetooth hat man es noch, aber auch aus anderen Gründen. Wenn man feststellt, dass eine Frequenz, ein Kanal nicht geht, dann wechselt man ihn oder meidet ihn ganz. Also im Bluetooth können Sie ihn dann einfach deaktivieren oder wird er dann deaktiviert und dann wird er eben nicht mehr angehoppt. Im GSM hatte man das implementiert, dass dann beide auch die Frequenz wechseln können. Ne? Also relativ zügig, dass dann vielleicht mal ein paar Pakete verloren gehen, aber dann wechselt man woanders hin und macht dann da weiter. WLAN macht man ja statisch dann. WLAN ist statisch. WLAN ist aber auch sehr breitbandig. Guck mal, so ein WLAN-Kanal ist 20 MHz breit. Dann legen Sie mal 20 MHz in Gedanken darüber. Das mittelt sich dann ganz schön aus. Ne? Also das ist eigentlich die andere Variante. Sie verschmieren eigentlich die Signale über ein großes Band, sowohl in der Zeit als auch in der Frequenz. Und dann gehen Sie dem auch aus dem Weg. Das ist aber ein anderes Thema, das man beim UMTS sehr viel stärker umgesetzt hat. Hier sind wir jetzt noch eigentlich bei der Einfrequenzübertragung, ne? Oder bei einer schmalbandigen Übertragung. Wenn Sie mit dem schmalen Band da einfach bei 850 sind, dann ist halt doof. So, wie modelliert man diesen Kanal? Das ist nichts weiter als hier eine Kanalimpulsantwort mit verschiedenen Reflexionskoeffizienten und verzögerten Delta-Funktionen hier drauf. Also Impulsantwort sagt Ihnen ja was. Ne? Können Sie schon überlegen, dass das zu einem FER-Filter wird eigentlich. Und genau das passiert dann ja auch. Können das im Frequenzbereich umwandeln hier, indem Sie einfach die Fourier-Transformation dieser Impulsantwort machen. Und dann kommt das dabei raus, kennen Sie auch. Jetzt ist die Frage, wie viel M muss man berücksichtigen? Ja, und das ist jetzt so eine Abschätzungsfrage.
insbesondere auch für die Tests. Also für Handys sind da auch solche Tests spezifiziert, unter welchen Mehrkanalszenarien die noch gut funktionieren müssen. Da werden dann irgendwie solche eine gewisse Anzahl von Mehrwege-Ausbreitungskanälen eingedreht. Die kommt am Ende erst. Genau, kommt am Ende erst. Und die wird dann die Anzahl wird eine gewisse Anzahl von Mehrwegekanälen mit Amplituden ausgewählt und im Tester eingestellt. So. Ja, das ist eigentlich noch relativ gut verständlich, glaube ich. Man kann das auch nutzen. Man kann natürlich auch sagen, ich kriege das Signal mit verschiedenen Verzögerungszeiten an verschiedenen Verzögerungszeiten kriege ich das Signal, dann könnte ich es ja auch wieder, dieses Filter eigentlich invertieren. Ne? Also ich könnte auch dann den Signalanteil, der ein bisschen verzögert ist, den, der zuerst kommt, halt verzögern, sodass er zu dem Verzögerten gut dazu passt und dann addiere ich die wieder konstruktiv auf. Kann man auch machen, macht man im Duum-Test auch. Da baut man diese Empfänger so, dass man die Kanalimpulsantwort einfach erst ausmisst und dann baut man sich den Empfänger entsprechend, sodass der die wieder zusammenschiebt. Dadurch wird man natürlich noch wieder eine Menge besser. Okay, so. Jetzt die beiden statistischen Modellkanäle, die man im Mobilfunk verwendet, nämlich der Rayleigh-Kanal und der Rice-Kanal, die sehr eng miteinander zusammenhängen. Ich fange mal mit dem Rayleigh an. Hier habe ich jetzt sehr diskrete, also wirklich ganz diskrete Impuls oder Antworten gekriegt. Da gibt es einmal den direkten und dann 3 Meter Umweg. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn macht da an der Stelle, aber 3 Meter Umweg halt das Hochhaus. So, und das ist auch statisch. Wenn ich jetzt die Situation habe wie hier, da links, dann könnte ich natürlich auch sagen, okay, ich mache jetzt mal eine Momentaufnahme. Und sagt, diese Situation friere ich einfach mal ein. Kein Auto, kein Taxi, kein Mensch bewegt sich mehr in New York City. Ich weiß nicht, wie ich das durchsetzen soll, aber ich könnte es mir ja vorstellen mindestens. Und dann ergibt sich ja ein Funkfeld daraus. Also das ist dann so, wie es ist. Und dann wird bei einer gewissen Frequenz, meinetwegen auch ein CW-Signal oder so, es wird ausgesendet. So, und je nachdem, wo ich mich gerade befinde, bin ich eben in einer eher konstruktiven Überlagerung aller Signale oder einer eher destruktiven Überlagerung der Signale. Kommt noch hinzu, dass die alle sehr, sehr geringe Laufzeitunterschiede haben. Weil da alle Gebäude ja sehr dicht beieinander sind, kriege ich von vielen Seiten, von allen möglichen Seiten, mit eigentlich immer nur sehr kurzen Unterschieden, meine Mehrwegesignale. Nicht so wie eben bei dem Hochhaus, das da schön weit weg steht und das ein diskretes Signal, schön trennbar von allen anderen, sondern da kommt von allen Richtungen hier mal mit 3 cm Umweg und dann mit 2 und dann nochmal 1,50 m und dann 1,37 m und so weiter. Also die kommen dann, prasseln in sehr, sehr engen Abständen auf mich ein, sodass ich da sehr viele habe, die ich auch statistisch erfassen möchte oder will. So, naja gut, jetzt meinetwegen ergibt sich hier auf dieser Straße hier, ich weiß nicht, ob das Fifth Avenue ist oder sowas, das Chrysler Building, egal was das ist. Kennen Sie sich da gut genug aus? Der, wo MetLife oben steht, der müsste Broadway sein, weil das ist der Times Square. Also dann müsste das Ford Avenue oder so sein vielleicht. Dann ist das Fifth. Nee, das ist dann der Broadway. Ach so. Oder der kommt dann von. Ist, glaube ich, auch egal. Gut, also, wenn ich jetzt jetzt könnte ich ja, alles ist statisch, jetzt habe ich mein Handy hier, da hinten. Das ist meinetwegen genau die Situation, da. Ich habe also jetzt eine Überlagerung von diesen ganzen Small-Scale-Fades, also von irgendwelchen Nahbereichs, konstruktiv-destruktive Überlagerung, plus natürlich, ich habe auch noch wieder den Entfernungseffekt dabei, der einfach nur quadratisch abfällt. Ne? So, könnte jetzt sein, ich bin mit dem Handy hier. Alles steht und wenn ich auch stehen bleibe, dann bleibt das auch so und mich nicht bewege und so. Ne? Das ist einfach so, wie es ist. So, Punkt. Wenn ich mich ein Stückchen bewege, könnte es sein, ich falle hier rein.
in dieses Loch. Dann ist die Situation halt eine andere, aber nur, weil ich mich bewegt habe. Und ich gehe weiter, dann ist die Situation die da und so. Also dieses Feld bleibt eigentlich als solches. Die Zeitvarianz des Kanals kommt für mich da rein, weil ich mich selber bewege. So, was will ich damit sagen? Zwei Dinge nämlich. Das eine ist, der Rayleigh-Kanal geht auch immer mit einer gewissen Zeitvarianz des Kanals einher, weil ja ich mich dann doch schon noch irgendwie bewege. Und wenn ich mich bewege, kommt auch immer Doppler-Effekt dazu. Es kann sein, dass ich langsam bin, aber ich bewege mich ja. Und Bewegung macht Doppler-Effekt. So, die beiden Sachen gehen eben miteinander. Okay, so, es macht wenig Sinn, dieses alles einzeln zu modellieren. Also tatsächlich zu sagen, ja, jetzt habe ich die Hochhäuser, jetzt drehe ich an meinen 723 Stellschrauben da, stelle die Verzögerung und der Kanäle ein und dann gehe ich da irgendwie durch. Das tut man so nicht, sondern man würde sagen, man hat eine gewisse Statistik an der Stelle. Also immer da, wo die Zahlenmenge groß wird, größer wird, als ich irgendwie Lust habe zu handeln, packe ich die ja irgendwie zusammen, mache da im allerbrutalsten Fall einen Mittelwert raus und das war's. Das reicht nicht. So, wenn ich es ein bisschen feiner machen will, mache ich nicht nur einen Mittelwert draus, sondern eben auch eine statistische Verteilung. Nicht? Und das ist genau das, was hier passiert. Und ich stelle dann fest, dass dieser Kanal eben hier folgende Eigenschaften hat. Hier, nämlich einer statistischen Rayleigh-Verteilung, genügt das ganze Ding hier mit einer Standardabweichung Sigma hier wieder und einer Verteilung eben x mal e hoch minus x Quadrat durch Sigma und so weiter, das Sie lesen können selber. Also ist so ein bisschen Gauss-ähnlich, aber nicht ganz Gauss, weil bei der Null wird das hier auch Null, nicht? Fällt also dann wirklich ab und gibt erstmal die Amplitudenverteilung vor. Das müsste jetzt hier irgendwo gezeichnet sein. Da. So eine Verteilung beispielsweise hier. So. Das ist die grüne Kurve, ist eben die theoretische Rayleigh-Verteilung hier. Ja, so ist die Amplitude. Das heißt, mit einer gewissen, aber sehr geringen Chance habe ich plötzlich hier eine zweieinhalbfache Amplitude wie das, was ich normalerweise erwarten würde. Mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit habe ich hier die Amplitude 1 so und mehr. Mit einer noch höheren Verteilung, da geht es schon ein bisschen runter, habe ich eben 0,7, also 70% von dem, was ich normalerweise ohne Rayleigh haben würde oder mehr. Aber ich habe natürlich auch, naja, es gibt eine gewisse Chance, dass ich hier fast nichts kriege. Ne? Das sind so diese Deep Fades, die ich gehabt habe. So, ich kann das hier oben nochmal hinmalen. Ne? Also das ist eigentlich die Simulation da, von der Sie das Histogramm eben unten gesehen haben. So. Es gibt dann eben hier so plus 5 dB, das ist da irgendwie so das Dreifache. Ne? Das taucht so ab und zu mal auf, dann eben hier auch so 2, 3 dB, aber eben auch hier minus 20 dB, das ist dann die linke Seite, wo nichts mehr ankam. So, das kann Ihnen passieren. Und die Phase ist rein gleich verteilt. Zeilenbereich ist auch begrenzt, ne? Also minimal minus Phi, maximal plus Phi. Kann also sein, die Phase ändert sich hier. Jetzt nehmen wir mal die Amplitude für einen Moment weg und überlegen uns, was diese Phase alleine bedeutet. Und wir brauchen nur mal an die BPSK zu denken. Wenn ich mich jetzt von hier, nehmen wir mal das da, das ist ziemlich pathologisch. Wenn ich mich jetzt von hier nach da bewege oder von da nach da und das Ganze innerhalb eines Bits passiert, dann ist das ja das totale Desaster. Ne? Weil innerhalb eines Bits habe ich eine Phasendrehung von 0, das war so der ideale Kanal, zu 180 Grad oder minus 180 Grad. Das heißt, mein Sender hat meinetwegen zweimal die 1 übertragen, aber was ich empfangen habe, ist die 1 und die minus 1. Also schlimmer geht es ja nicht. So, das sieht jetzt natürlich dramatisch aus hier. Und das heißt, wenn Sie jetzt einfach so da gar nicht so näher drüber nachdenken, von einem Tab auf den anderen, ich habe hier einfach nur mal so Simulationssachen gemacht und eine Gleichverteilung bedeutet eben auch, so ein Sprung von 0 auf Pi, oder minus Pi oder so, der kann sein, weil es ist einfach gleich. Also jedes Mal wird neu gewürfelt. Ne? So, und wenn sich das jetzt hier so als Funkfeld eingestellt hat, wieder statischer Fall,
Dann muss das erstmal hektische Flecken bei Ihnen auslösen. Ne? Also wie kann ich jetzt überhaupt eine BPSK, das ist ja das Einfachste, überhaupt eine BPSK hier übertragen? Wie geht das? So dramatisch ist es nicht. Denn ich sage dir auch eins, eigentlich ist der Kanal ja statisch, weil es ändert sich ja nichts, wenn sich nichts ändert. Also wenn ganz New York eingefroren ist und ich auch stehen bleibe, dann tut sich erstmal nichts. So, dann bin ich eben hier bei minus Pi. Und dann bin ich auch beim nächsten Bit noch und beim übernächsten auch. Und wenn ich dann eben eine Differential BPSK genommen habe, ist der Drop schon gelutscht. Viel mehr muss ich gar nicht tun. So ist es aber auch nicht, dass ich einfach in einer Situation immer stehen bleibe. Sondern es ist ja mobil und das Sinn von mobil ist, dass ich mich auch bewege. Nur ich bewege mich eben nicht von Bit zu Bit immer um einen Tab, sondern ich bewege mich da, wenn ich gehe, eventuell sehr, sehr langsam durch. Und das ist eben das Entscheidende dabei. Ich bewege mich ganz langsam durch dieses Feld durch. Das heißt, da kommen 10 Bit mit dem hier an, mit dem Wert meinetwegen. So, und dann kommt das nächste hier irgendwo und die nächsten 5 gehe ich hier auf der Flanke runter. Und so, das ist nicht so ideal, aber Sie wissen auch, unser Differential BPSK war durchaus in der Lage, Phasenänderungen, die kleiner als Pi halbe sind, auszugleichen. Ein bisschen geht es auf die Singer-Rausch-Performance, weil ja, der Abstand zum Entscheidungsbereich nicht mehr so groß ist, aber es geht. Das heißt aber, dann gibt es da auch wieder so eine Übertragungsrate, die zu meiner Geschwindigkeit entpasst. Und da so ist es. Also wenn ich hier jetzt, nehmen wir mal wirklich an, das war Fifth Avenue, wenn ich hier jetzt durchschlendere und beim Juwelier gucke und so und lange überlege, was ich meiner Frau oder Freundin oder so schenken möchte, das muss ich schneiden, dann passiert gar nichts. Wenn ich jetzt aber auf die Idee komme, ich möchte da jetzt ein Autorennen fahren, nachts um irgendwann, und fahre hier mit einer entsprechend größeren Geschwindigkeit durch, dann kann es schon mal sein, dass das war jetzt eben das Bit, das mit Pi übertragen wurde, und oder mit Null, im Kanal mit Null Phasendrehung, und das ist hier eben das Bit, das dann eben mit Pi übertragen wird, dann geht es eben nicht mehr. Aber wenn ich dann wieder deutlich schneller bin, dann macht Mitteln oder? Nee, das tun Sie nicht. Mitteln tun Sie nicht, Sie springen dann nur von Tab zu Tab. Sie überspringen vielleicht einen. Hallo, ja? Stört Sie nicht, ist ein völlig anderer Kanal, völlig andere Frequenz, als Sie senden, als auf der Sie senden. Also Sie senden, also es gibt ganz brutal, also ganz, ganz. Ja. Dankeschön. Das ist die Erklärung. Nicht? Also entweder Sie senden auf einer anderen Frequenz, dann stört, wird es ausgefiltert, oder Sie senden zu einer anderen Zeit, dann stört es auch nicht. Ja. Ja gut, so, also, Rayleigh, dieses Funkfeld hat sich irgendwie eingestellt, dieses Funkfeld sieht dramatisch aus, es hängt aber extrem davon ab, mit welcher Geschwindigkeit ich durch dieses Funkfeld durchfahre, und das müsste das nächste Bild jetzt auch zeigen, oder eines der nächsten zeigen, hier, und damit schließe ich dann auch, ich greife das beim nächsten Mal aber noch auf, mache ein bisschen Erschluss, weil wie gesagt, habe noch Termin gleich, wenn Sie da jetzt langsam durchgehen, das ist das Grüne, also hier, 6,9 Meter pro Sekunde. Na, das ist schon flott gegangen. Also 7 Meter pro Sekunde ist also, weiß ich, was sind das? 10, 6, also ein bisschen Fahrradfahren oder so, nicht? Also, egal. 55, da oben ist jedenfalls 200 km/h. Und dann fahren Sie durch. Bitte? 25, ja, okay, dann ist es zügiges Fahrradfahren. Dann ergibt sich eben dieses Feld hier. Phase müsste sich auch hier anschließen. Ne, schließt sich nicht an. Dann ergibt sich dieses Funkfeld und wenn Sie dann mit dem, ist aber entsprechend, und wenn Sie dann mit dem Auto durchrasen mit 200 km/h, dann ergibt sich eben dieses Rote. Das heißt also, da auch die Amplitude ändert sich sehr, sehr viel schneller als das die Frequenz tut. Hier unten sind aber immer noch die Sekunden angezeigt und wenn Sie jetzt mal mit so einem Megabit-Übertragung rechnen, dann hat so ein Symbol eine Dauer von einer Mikrosekunde. Wir sind hier im Bereich aber der 10 Millisekunden. Also selbst das mit 200 km/h ist noch langsam. Aber Sie haben einen zeitvarianten Kanal, was so viel heißt wie, Sie müssen zyklisch immer mal wieder nachmessen, wie der Kanal wirklich ist, damit Sie alle Effekte ausgleichen können. Ne?
So, reicht's? Bitte? Ja, im Millisekundenbereich, klar. Macht man auch. Also geht ja auch. So, noch Fragen? Sonst Schluss. Ja, den Applaus.